Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Unpacking für euch. Und zwar, ich habe Bücher bestellt. Ihr wisst, ich bin so ein Online-Shopper, ne? Ich bin da so ein Online-Opfer und besonders bin ich ein Amazon-Opfer. Ich weiß, dass das falsch ist und dass man das nicht machen sollte, aber hey, ich stehe dazu und ihr könnt mich dafür verurteilen, wie ihr wollt. Ich mag halt gerne den bequemsten Weg und dann bin ich auch ehrlich zu euch, das bin ich immer. Und dann bestelle ich halt auch viel bei Amazon. Ich habe mir jetzt aber gedacht, aufgrund der gegenwärtigen Lage bestelle ich nicht bei Amazon, sondern bestelle Bücher, die ich noch haben wollte unbedingt, in der örtlichen Buchhandlung. Also wir haben eine kleine familiäre Buchhandlung hier bei uns im Ort. Das ist die Buchhandlung Peterknecht. Die gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ja, ich habe bei denen jetzt Bücher bestellt. Es war nicht einfach. Also ich muss sagen, die Internetseite von denen hat echt so seine Tücken und es hat auch kurz gedauert, ehe ich da durchgeblickt habe, aber ich konnte im Endeffekt alle Bücher bestellen und ich habe jetzt alle Bücher hier und ich habe mir, wie gesagt, gedacht, in der gegenwärtigen Situation, wo gerade die kleinen Buchhandlungen und alle kleineren Geschäfte es wirklich, wirklich nötig haben, dass man sie unterstützt, kaufe ich meine Bücher lieber dort. Ich denke auch, dass ich in Zukunft mehr Bücher dort kaufen werde als bei Amazon. Es ist halt einfach besser, den Handel zu unterstützen. Das weiß ich. Wie gesagt, ich bin da halt einfach so ein bequemer Mensch. Ich nehme meine App und packe alles bei Amazon in den Einkaufskorb und zack, nächsten Tag habe ich es. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin da einfach bequem. Ich bin da halt ehrlich. Ich könnte auch euch anscheißen und anlügen und sagen, oh, ich kaufe immer nur im Buchhandel, immer hier regional in der kleinsten Buchhandlung hier im Ort, damit ich diese unterstütze und am Ende bestelle ich es bei Amazon. Das würdet ihr gar nicht mitkriegen, aber ich möchte ehrlich sein. Deswegen, ich habe jetzt hier bei uns in der kleinen Buchhandlung bestellt, bei Peterknecht. Und ich kann euch das auch beweisen, denn es ist, hier, guckt mal, es ist kein Lächeln auf dem Karton. Haha. Das heißt, es ist kein Amazon-Paket, weil die haben alle das Lächeln auf dem Karton. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gerade noch nicht, wie ich diesen Karton hier aufkriege, weil da ist kein Aufziehband dran. So. Und da ich ja jetzt hier im Stehen filme und ich hier nichts habe, wo ich den Karton hinlegen kann, habe ich meine Ablage besorgt. Sekunde. Na, wer von euch errät, was meine Ablage ist? Viele von euch werden dieses Geräusch nachvollziehen können. Wenn ihr es erraten habt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, ich versuche derweil mal hier irgendwie das Paket aufzumachen. Wow. Ich glaube, ich muss das Paket komplett auseinandernehmen. Weil es halt einfach echt krass zugeklebt ist. Also von frustfreier Verpackung kann man hier nicht sprechen. Ich habe den ganzen Karton zerlegt. Okay, ihr Lieben, ich bin gerade sehr, 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 sehr irritiert. Ich hatte ja 6 Bücher bestellt. Ein Buch fehlte in diesem Karton und ich hatte eigentlich auch gedacht, dass das separat geliefert wurde. Und dann kam das Paket aber gestern nicht, obwohl es hätte gestern kommen müssen. Und es ist aber nicht mit drin, das Buch. Deswegen habe ich jetzt gerade mal in meine Sendungsverfolgung geschaut, wo mein Buch ist und bin gerade sehr irritiert, weil hier steht, dass das Buch bei einem Nachbarn abgegeben wurde. Hä? Aber wir waren doch gestern zu Hause. Wir haben doch auch das andere Paket entgegengenommen von der Post. Ich bin gerade sehr irritiert, weil, wie gesagt, ich habe ja das Paket entgegengenommen und dann müsste das andere ja auch dabei gewesen sein. Und jetzt steht aber hier zugestellt an andere anwesende Personen und dann steht der Name von einem Nachbarn hier. Hä? Was? Ich bin gerade sehr verwirrt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was da gestern passiert ist. Es waren gestern wirklich echt viele Pakete, die gekommen sind, weil wir hatten noch so kleine Regale bestellt hier für die Stube. Die sind gestern auch noch gekommen. Und ich vermute, das war dann einfach zu viel für die Post und die haben es einfach verwechselt. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht runtergehen zu meinem Nachbarn, weil es ist jetzt 9:45 Uhr. Es ist der Tag nach der Zeitumstellung. Das heißt, es ist jetzt eigentlich 8:45 Uhr und ich kann frühest 8:45 Uhr zum Sonntag nicht bei meinem Nachbarn klingeln. Das heißt, ich komme jetzt an mein Buch nicht ran. Das heißt, ich sage euch jetzt, was das für ein Buch ist. Und ich werde es euch hier einblenden und werde dann so in einer Stunde vielleicht mal runtergehen und mal gucken, wo mein Buch ist. Ich bin gerade echt irritiert. Auf jeden Fall hatte ich noch bestellt Dream Again von Mona Kasten. Wie gesagt, das wurde extra verschickt, warum auch immer, ich weiß es nicht. Es war ja eine Bestellung.
Und ja, dieses Buch ist an meinen Nachbarn zugestellt worden. Warum auch immer. Ich muss dann nachher mal meinen Nachbarn suchen gehen. Das Problem ist, ich kenne die Nachbarn hier ja alle noch nicht. Und ich weiß echt nicht, warum mein Buch bei denen gelandet ist. Und wenn die das jetzt nicht haben, flippe ich aus. Weil, wie gesagt, mein Mann war ja gestern unten und hat die Pakete entgegengenommen. I don't understand, was hier passiert ist. Ja, gut. Gut, auf jeden Fall, ich gehe dann auf die Suche nach Dream Again von Mona Kasten und hoffe, dass ich es finden werde. Ich werde euch im Weekly Living auf dem Laufenden halten. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier ausgeht, dann schaut ins Weekly Living. Ja, ansonsten, ich zeige euch jetzt erstmal die anderen 5 Bücher, die noch im Paket sind. Es ist gerade sehr, sehr strange und ich bin gerade echt verwirrt. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die anderen 5 Bücher, die ich bestellt habe und ich greife einfach mal rein. Und zwar habe ich bestellt Liebe mich für immer, der 3. Teil der Second Chance Reihe. Ich merke mir die Reihenbezeichnung nicht. Auf jeden Fall ist das der 3. und letzte Teil dieser Reihe und hier geht es um Amy und um Sam und die beiden kennt man auch schon aus den vorherigen Bänden. Da es ja nur jetzt 5 Bücher sind, kann ich euch ja den Rückband eigentlich auch mal vorlesen. Amy geht in ihre Rolle als Sozialarbeiterin voll auf. Aber ihr fehlt jemand, der sich zur Abwechslung einmal um sie kümmert. Sam ist ein unverschämter Unidozent und kann sich vor Angeboten kaum retten. Immer wieder lässt er sich auf zwanglose Dates ein, die aber niemals sein dauerhaftes Interesse wecken können, bis er auf Amy trifft. Obwohl sie es ihm alles andere als leicht macht, bekommt Sam Amy nicht mehr aus dem Kopf. Doch durch ein Trauma aus ihrer Kindheit kann Amy keine Nähe zulassen, sich jemanden richtig öffnen. Sam gibt alles, um Amys Vertrauen zu gewinnen und ihr zu zeigen, wie schön die Liebe sein kann. Und es klingt so toll und die Sarah hat das Buch auch so gefeiert. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Wie gesagt, ich fand ja die ersten beiden Teile schon richtig toll. Die haben mir auch sehr gut gefallen und ja, ich freue mich jetzt auf Liebe mich für immer. Es sind übrigens fast alles Liebesromane. Eigentlich ist das eine Buch auch so ein halber Liebesroman. Also es sind im Prinzip alles Liebesromane. Und falls ihr euch eigentlich fragt, was hier mit meinem Pony abgeht, es ist zu lang. Und ich müsste eigentlich zum Friseur, aber naja, aus bekannten Gründen geht das ja im Moment nicht. Deswegen versuche ich das gerade hier so ein bisschen so nach hinten zu machen. Aber jetzt habe ich hier so eine tolle 80er-Jahre-Tolle. Aber 80er kommt ja gerade wieder ein Trend. Also von daher, ja, lassen wir das Thema. Wir akzeptieren einfach, dass ich hier so eine tolle habe. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar habe ich dann noch bestellt Redwood Dreams. Es beginnt mit einem Knistern. Und ich freue mich auch schon hier auf diese Geschichte, denn in dem Teil jetzt geht es um den Sheriff. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, das Buch ist wieder relativ dünn. Aber Geschichte muss ja nicht immer so ein fetter Klopper sein, um gut zu sein. Parker Maloney ist Sheriff in der kleinen Stadt Redwood. Und er gehört zu den Singles des Ortes, die nicht Reis ausnehmen, wenn das sogenannte Drachentrio im Anmarsch ist. 3 ältere Damen, die schamlos kuppeln. Er hätte nämlich gar nichts dagegen, verkuppelt zu werden. Zumindest bis Maddie Freeman wieder in Redwood auftaucht. Seine Erzfeindin aus Highschool-Zeiten. Sie ist die Einzige, die ihn mit ein paar Worten aus der Fassung bringen kann. Er würde sie am liebsten erwürgen. Oder küssen. Egal, solange sie nur die Klappe hält. Und das klingt wieder so toll und ich fand ja die Redwood-Teile bis jetzt alle so toll und die haben mir alle sehr gut gefallen. Auch der letzte jetzt, der 4., der war einfach so schön und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann machen wir weiter mit dem Buch hier und zwar habe ich Cherish Hope gekauft von Aline Singh. Das ist der 2. Teil der... Ich merke mir die Reihenbezeichnung nicht. Ich weiß nicht, wie diese Reihe heißt. Ich merke es mir einfach nicht. Es ist nicht die Cherish-Reihe. Es ist die Heart-Reihe? Heart-Love-Reihe? Ich glaube, irgendwie sowas. Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist das der 2. Teil dieser Reihe. Und hier geht es um die beste Freundin unserer Protagonistin aus dem 1. Teil. Und es war einfach so spannend, im 1. Teil schon zu lesen, was es mit Naina auf sich hat. Und ich bin einfach so gespannt auf die Geschichte. Man hat im 1. Teil schon so ein bisschen was mitbekommen, was Naina und ihren Love Interest betrifft. Und ich freue mich jetzt einfach wahnsinnig doll, die Geschichte zu lesen. Ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch genau geht. Naina Sharman liebt ihre Familie über alles. Daher hat sie deren Drängen nachgegeben und zugestimmt zu heiraten. Ein Mann, den ihre Eltern für sie auswählen. Doch schnell bereut sie ihre Entscheidung, denn jeder Kandidat ist schrecklicher als der davor. Und so beschließt sie, ein letztes Mal auszubrechen und findet sich in den Armen eines Fremden wieder, der mit seinen Küssen und Berührungen Gefühle in ihr auslöst, die sie nie zuvor gespürt hat. Doch als sie ihm gesteht, dass sie nur eine Nacht will, beendet der geheimnisvolle Unbekannte ihr Abenteuer abrupt. Naina ist verwirrt und staunt nicht schlecht, als ihre Eltern den nächsten Heiratskandidaten präsentieren. Es ist ausgerechnet der begnadete Küsser, der sie eiskalt abserviert hat. Und ja, es war wie gesagt im 1. Teil schon sehr, sehr spannend und ich freue mich jetzt schon unglaublich auf die Geschichte, denn
Der Typ, der sie abserviert hat, ist von dem Love Interest vom ersten Teil ein sehr, sehr guter Freund. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Den dritten Teil der Reihe hier werde ich nicht lesen, weil der dritte Teil gleich der zweite Teil der Rock His Reihe ist. Ich sage es immer wieder, Leute, kauft nicht ein Buch mit demselben Inhalt doppelt. Es sei denn, ihr seid so kleine Nerds und müsst alle Reihen komplett haben. Aber wie gesagt, der dritte Teil hier ist der gleiche Teil wie Rock His 2. Deswegen, falls ihr es nicht doppelt haben wollt, braucht ihr den dritten hier nicht kaufen. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf den zweiten. Dann habe ich noch gekauft Feeling Close to You von Bianca Yuzibony. Das ist der zweite Teil der Was auch immer geschieht Reihe. Und der erste Teil heißt ja hier Finding Back to Us. Den habe ich nicht gekauft, weil der auch exakt das gleiche Buch ist wie Was auch immer geschieht. Das wurde vor ein paar Jahren schon bei Lux verlegt. Und ja, jetzt hat Bianca halt eine Reihe dazu bekommen. Deswegen wurde Was auch immer geschieht nochmal neu aufgelegt mit einem neuen Cover, einem neuen Titel. Aber es ist vom Inhalt her immer noch das gleiche Buch. Also Bianca hat auch auf Instagram mal in einem Livestream gesagt, dass sie halt wirklich nur so Kleinigkeiten geändert hat. Also hauptsächlich Rechtschreibfehler ausgemerzt hat und vielleicht so ein paar kleine Formulierungen abgeändert hat, aber dass es vom Grund auf her immer noch die gleiche Geschichte ist, wie Was auch immer geschieht. Deswegen werde ich mir das Buch nicht nochmal kaufen, weil ich brauche ein Buch, so schön es auch ist, nicht zweimal. Nur weil es halt einen anderen Titel und ein anderes Cover hat. Deswegen habe ich mir dann nur Feeling Close to You gekauft. Das ist der zweite Teil und da freue ich mich auch schon drauf, den zu lesen. Und ja, ich freue mich schon hier sehr drauf, denn unsere Charaktere hier sind so kleine Gamer und ihr wisst, ich spiele ja auch sehr, sehr gerne Computerspiele und so und ja, deswegen freue ich mich schon sehr drauf. Ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch hier geht. Tegan hat nur einen Wunsch. Endlich raus aus ihrer Heimatstadt und ans College gehen. Um das Geld dafür zu ersparen, streamt sie nachts Online-Videospiele. Sie ist so gut, dass sie sogar Parker, den beliebten YouTube-Gamer, besiegt. Der will unbedingt herausfinden, wer die unbekannte Spielerin ist. Obwohl die beiden tausende von Meilen trennen und sie zunächst nur über Chats und Nachrichten kommunizieren, knistert es schon bald heftig zwischen ihnen. Doch Tegan ist in der Vergangenheit zu oft verletzt worden. Und auch für Parker sind Gefühle das Letzte, was er gerade gebrauchen kann. Dennoch können die beiden einander nicht so einfach vergessen. Und das klingt wieder nach einer ganz, ganz tollen Geschichte. Und jeder, der schon ein Buch von Bianca gelesen hat, weiß, dass Bianca sehr, sehr gefühlvoll schreiben kann und sehr gut mit Worten umgehen kann. Und ja, deswegen, ich freue mich schon sehr, sehr doll auf dieses Buch. Und ja, wenn ich es gelesen habe, werde ich euch berichten, wie es mir gefallen hat. Und alle Haptiker unter euch, es ist wieder geprägt. Man kann es wieder anfassen und streicheln und man hat hier so eine Prägung. Oh, I love it. Ein Buch haben wir noch und dieses Buch war längst überfällig, dass ich es kaufe. Und zwar habe ich gekauft von Jennifer Armentrout Dunkelglanz Obsession. Das ist quasi ein Spin-off zur Obsidian-Reihe. Hier geht es um Hunter. Hunter ist ein Arum und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte von Hunter und Serena. Das ist auch relativ Liebesgeschichte, aber es gehört halt zur Obsidian-Reihe, also es ist auch Urban Fantasy. Aber es ist auch eine Liebesgeschichte, also ja, erzähle ich es so halb mit zu den Liebesgeschichten. Und ja, auf jeden Fall, das Buch ist ja im Februar schon erschienen und ich habe es bis jetzt noch nicht gekauft, aus besagten Gründen, Umzug und so. Und jetzt habe ich es und jetzt werde ich es auch ganz bald mitlesen, denn ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Schätzchen geht. Er ist ein Arum, geboren, um zu töten. Im Auftrag der Regierung macht Hunter Jagd auf die Bösen. Diesmal erhält der attraktive Alien allerdings einen außergewöhnlichen Auftrag. Er soll nicht Serenas Leben nehmen, sondern schützen. Die junge Frau wird von Hunters Feinden, den Lux, bedroht, da sie denken, dass Serena im Besitz von brisanten Informationen ist. Aber nicht nur seine neue Rolle als Bodyguard verwirrt Hunter, denn mit jedem Tag fühlt er sich mehr zu Serena hingezogen. Doch er darf sich keine Ablenkung erlauben, wenn er Serena nicht verlieren möchte. Ich freue mich schon sehr drauf. Und jeder, der ja die Obsidian-Reihe gelesen hat, weiß ja, dass die guten Lux eigentlich ja gar nicht so gut sind und dass die Bösen am Rum ja eigentlich gar nicht so böse sind. Und deswegen fände ich es sehr, sehr spannend, jetzt die Geschichte von Serena und Hunter zu lesen. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf und wie es mir gefallen hat, werde ich euch dann natürlich berichten. So, das war jetzt mein kleines, aber feines Unpacking von den leider nur 5 statt 6 Büchern. Und ja, ich gehe dann mal auf Büchersuche in einer Stunde und wie gesagt, im Weekly Living werde ich euch berichten, ob mein Buch wieder aufgetaucht ist oder nicht. Und ansonsten gibt es jetzt auch nichts weiter zu erzählen, deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer bei euch fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!